Herzlich willkommen zu GameStop TV. Heute ein kleines Special über DayZ. Ja, hier sitzt dann auch schon der Ingo Weber, wie immer auf derselben Seite. Auf derselben Seite, wir haben unsere Seiten immer so. Genau, hier darf auch keiner drüber gehen. Nee. Heute haben wir ein geiles Thema, und zwar DayZ, ein Speziale. Und das ist jetzt halt nicht DayZ, was da vorne steht. Das ist Arma 2. Das braucht man nämlich. Genau, weil DayZ eine Mod ist. Genau, und DayZ nämlich eine Mod, hast du ja gesagt. Jetzt komme ich schon wieder raus. Für Arma 2 und dem Add-on Operation Arrowhead. Das braucht man, um halt die Mod zu spielen. Genau, kostet 25 Euro. Genau, bei. Und bei Steam. Auf jeden Fall, das ist ein ernstes Thema, was wir hier haben. Genau, man muss wirklich überleben. Man kämpft um sein Überleben auf so einer Insel in Russland, Ukraine, könnte man sagen. Genau, wenn jetzt viele von euch denken würden, na gut, wenn sie jetzt sterben, speichert das irgendwo und ich fange halt nochmal weiter. Nein, ist nicht so. Wenn man stirbt, verliert man seine Waffen, die man gefunden hat. Alles verliert man, außer man hat wieder seine Taschenlampe, Und man fängt also wirklich als ein neuer Mensch an. Irgendwo in der Wildnis an. Und man muss halt sich wieder zurechtfinden. Ja, und ich denke mal, wir schauen einfach rein und danach werden wir noch ein bisschen drüber erzählen. Und ja, dann viel Spaß. Genau, viel Spaß. So, jetzt sind wir hier im Spiel von DayZ. Man sieht schon, wir sind ganz einsam und verlassen und haben nur dabei, das kann ich mal zeigen, wir haben einen Rucksack dabei. Eine Taschenlampe, ein Verbandszeug und ein Schmerzmittelpaket. Und das ist ja wirklich nicht viel. Genau, und jetzt müssen wir uns erstmal eine Waffe suchen, Wasser essen. Wasser essen, genau. Ist halt eine Mod-Applikation, ne? Ja. Für Arma 2. Und Operation Arrowhead. Das muss man sich halt original holen, was wir auch gerade schon gesagt haben und gezeigt haben. Aber wir haben es jetzt nochmal gesagt. Genau. Das ist unser Typ und in der Welt, wenn es man noch nicht richtig weiß, halt Zombies. Und jetzt laufen wir mal ein bisschen rum und schauen mal. Ja, nicht nur Zombies, auch die anderen Computerspiele. Genau, sind alles ja online. Und ja, jetzt gucken wir auf jeden Fall erstmal, dass wir eine Waffe bekommen. Ja, und den Zombies ein bisschen aus dem Weg gehen. Das ist gut, dass wir hier so an so einer Ich habe das Gefühl, es ist gar keiner. Im ersten Moment. Hier sind Zombies, das sieht man da oben an diesem Debug-Schild, Monitor, 95 Zombies. Da sind sie schon. Oh, ich muss mal. Das ist jetzt sehr gefährlich hier. Wo wir hier gerade gespawnt sind. Warum machst du auch sowas? Lauf doch außen rum. Ich hab die ersten nicht gesehen. Ach so. Die waren noch nicht da, oder? Aber die sind gespawnt. Die sind gerade erst gespawnt. Ist das wirklich so, dass man, wenn man sich hinlegt, dass die einen nicht sehen oder was? Nicht so doll. Und man muss trotzdem im Gras bleiben. Das Gras sieht aus, ey. Warte mal, ich kann mal... So. Keiner hinter uns. Dann sollten wir wirklich im Gras bleiben, denn... Oh, Herr Mr. Krumm wurde getötet. So. Oh, die Krumm? Der Krumm? Na, ist auch egal. Ich weiß es nicht. Aber, oh, wir müssen hier richtig aufpassen. Hier sind Container. Das kann bedeuten, dass hier auch was ist. Vorhin, wo wir die Testaufnahme machen wollten, habe ich angefangen. Und ein Fahrrad gefunden. Aber ich bin gestorben. Ich bin gespawnt. Weil in der Welt, da irgendwo was zu finden, also ein Fahrrad, ein Auto, das ist so selten, weil Autos muss man sich halt zusammenbauen aus Reifen, einer alten Karosserie, Motor und dies, das. Ja. Lass uns mal da reingehen und mal schauen. Da liegt ein Motorteil und Benzin. Das Motorteil könnte ich mir nehmen, aber ich weiß nicht, ob wir ein Auto finden, das ist das Problem. Man müsste halt immer hin und her laufen. Man kann sie ja nur eine Sache, glaube ich, nehmen, ne? Nein. Man könnte alles mitnehmen und... Ich könnte das jetzt mitnehmen, weil das verbraucht natürlich mein Inventar. Ja, komm, weiter. So, ich muss mal gucken, ich gehe mal hier entlang. Das Spiel macht so mäßig geil Spaß. Da ist ein Reifen. Ein Schild, aber sonst ist leider nichts da drin. Und ich muss halt ein bisschen drauf achten, dass mich hier kein... Aber ich glaube, da waren nicht so viele Zombies. Da liegt irgendwas auf dem Boden. Ja, aber das liegt ja immer. Irgendwas liegt immer auf. Kannst du dich... Wow. Ach du Scheiß, die Wand an, ey. Ich hau mal ab. Ja, hau mal ab.
Da müssen wir jetzt gucken, wie ich den abhänge. Am besten, ich renne irgendwo hin, am Büschel ganz viele vorbei. Oder wenn ich jetzt ein Haus finde, wo ich durch könnte, also einmal richtig durchrennen. Das ist ja schon scheiße, ey. Gleich am Anfang. Vom Zombie entdeckt. Und ja, okay, das und war. Gerade für unser Special wollten wir eigentlich euch ein bisschen mehr zeigen. Oh, das ist auch noch ein Zombie. Ja, und vor allem, da war jetzt kein Gras so viel. Aber da war ja eh nichts drin. Ich würde ja sagen, wir laufen einfach mal durch den Wald durch. Es war ein bisschen. Oh. Okay, aber ich habe immer das Gefühl, im Wälder... Wer ist jetzt gestorben? Mr. Fishy Sticks? Fishy Sticks. Ist gestorben. Tut uns sehr leid. Ja, wir sterben auch gleich, wenn ich mich... Oh, ich bin verletzt. Da müssen wir drauf achten, dass der Zombie... Oh Gott. Drei Stück, ey. Drei. Das ist natürlich das Schwierige an dem Spiel. Die sehen einen wirklich jetzt mittlerweile in der Beta-Phase sehr schnell. Genau. Und wenn man da nicht aufpasst... Wie jetzt hier. Und man verliert halt Blut. Blut. Man sieht da oben, man hat noch 9954 Liter im Körper. Und ja. Geteilt durch Boss. Oh, sind sie weg? Oh, jo. Kein Bock mehr gehabt. Nee, irgendwie. Normalerweise sind Zombies ja eigentlich ausdauerstark. So, jetzt müsste ich mich eigentlich verarzten. Ja, mach doch. Mit dem Verband. Ja, ich hab nur einen. Ja, muss er nehmen, sonst verblutest du. Ja, das ist ja das Problem. Jetzt muss ich echt, ich laufe mal ein bisschen, noch ein bisschen weiter, außer da jetzt nicht her, weil ich glaube, da ist auch nicht viel. Ich müsste so eine kleine Stadt, wo ein paar Häuser sind. Da ist nur, ne, da würde ich gar nicht hingehen. Ich würde da, will ich jetzt da einfach mal weiterlaufen, genau. Ich laufe hier am besten. Und da ist ja unser Special ist, Special. Spielen wir halt ein klein bisschen mehr und zeigen euch ein bisschen mehr. Weil das Spiel macht richtig was. Spaß und wenn das Spiel erstmal richtig draußen ist, ich hoffe, dass man auch schnell auf Server zugreifen kann. Ja, weil jetzt im Moment ist das ja sowas von... Ja, und man sollte natürlich... Ätzend. Ja, und man sollte eine gute Internetverbindung haben, weil bei mir ist da das rote... Siehst du das rote Ding da? Ja. Das heißt, glaube ich, dass man nicht so eine gute Internetverbindung hat. Und dass man vielleicht leicht rausgekickt wird, ne, vom Server, oder? Genau, und da muss ich halt aufpassen, aber im Moment läuft es ja flüssig, was mich sehr wundert. Reinsenhäuser. Ja, ist das denn da? Was ich halt noch ein bisschen doof finde, ist, dass noch keine Zombies so in der Natur rumlaufen, richtig. Man sieht halt mehr halt ja in Städten. Das ist halt doof. Ja. Und Kollege Wegmeier sagte ja gerade auch schon, dass man leicht auch vom Mitspieler abgeknallt wird, weil es ist halt nicht so, ah ja, wir sind alle jetzt zusammen und wir müssen gegen die Zombies kämpfen. Ja, von wegen. Dadurch, dass man halt Sachen suchen muss, viele Pistolen, was die eine Maschinengewehr kann man finden, Gewehre, Essen, so ist man halt heiß begehrt, ja, dass man auf der Abschussliste steht und die töten einen dann richtig schnell. Man im Chat schreibt man dann meistens dann auch drin friendly und aber es gibt auch Leute, die knallen einen so trotz oder das sind Hüpfer. Es gibt halt Hüpfer, Kriecher und Renner, also ja, alle rennen eigentlich theoretisch, muss man jetzt mal so sagen. Genau. Aber der macht mir jetzt ein bisschen Angst da. Aber solange ich hier im Gras bin, glaube ich, wird es nicht so... Nicht so schlimm, sagen wir mal so. Genau, ich konzentriere mich gerade. Ja, ich rede mal ein bisschen weiter. So zum Spiel. Es ist halt, wie gesagt, in der Beta-Phase. Wir haben es sogar schon in der... wie heißt die nochmal, die Phase? Beta. Nee, davor. Alpha. Alpha-Phase gezockt, genau. Und wir hoffen mal, dass das dann irgendwann auch richtig rauskommt, das Spiel, also halt dann als Vollversion. Und hoffentlich auch dann kostenlos bleibt und nicht irgendwie dann zum Bezahlspiel wird. Man sieht gerade, er muss halt sich wirklich konzentrieren, kann dabei nicht reden, das ist wirklich heftig. Es ist halt auch ein bisschen schauermäßig. Gerade wenn es dunkel ist, dann ist es richtig dunkel. Man sieht wirklich gar nichts. Darum kann man sich so komische Flammenfackeln, Bengali-Feuers, die man einem Stadion halt nimmt, nehmen und dann halt... Schnell über die Straße, schnell über die Straße, schnell über die Straße, schnell über die Straße. So, oh, da kommt wieder von vorne an, aber im Moment sieht's gut aus. Also wenn jetzt nicht irgendwo... Warte mal, bleib mal kurz hocken, da ist einer. Und da ist... Ja, also zwei, kommen beide auf dich zu. Ich würde da mal... Ja, genau, daher laufen. Kriechen ist da wirklich immer am besten. Es wird Nacht. Wenn ich Nacht habe, dann weiß ich nicht, ob ich mal die Helligkeit nochmal ein bisschen höher stelle. Ich habe die schon hell. Denn man sieht wirklich gar nichts. Und meine Taschenlampe hat, glaube ich, keine Batterien, dass ich sagen kann, oh, komm, nehmen wir mal eine Taschenlampe. Hm. 156 Zombies halten sich gerade in der Welt auf, denke ich mal. Nicht in der Stadt, das kann ja nicht sein. Ey. Nee, nee. In der ganzen Welt. Und das reicht. Also ich, ja, das langt. Was halt immer Pech ist, man spielt das Spiel einen Monat lang
Man stirbt. Und stirbt man, dann muss man von neu anfangen. Das hatte ich ja nämlich. das Heftige. Das hatte ich nämlich letztens. Oder man hat halt zum Beispiel, man hat sich Sachen gesucht, man hat Maschinengewehr, man hat genügend zu essen, man hat, weiß ich nicht, Messer gefunden, um halt Tiere zu schlachten, um halt das Fleisch davon zu essen, oder über ein Lagerfeuer zu braten. Und dann kommt ein so ein Assi und schreibt einem, ja, ich bin friendly, und man denkt halt, okay, man hat ja gutes Gewissen und auch, man ist ja halt auch dann friendly, und ja, dreht man sich um und zack, ist man tot. Genau, das hatte ich nämlich. Ich hatte nämlich ein Gewehr gefunden, ich hatte ein Fernglas, ich hatte wirklich Sachen gefunden, die ich sonst nie hätte finden können, weil ich nie so lange geschafft habe, das Spiel erstmal. Und das war wirklich dann eine lange Zeit. Und dann war da jemand vor mir, ich habe geschrieben, I'm friendly. Und da ruckelt es gerade. Guckt mein Internet jetzt im Moment. Und da habe ich ein bisschen, da rede ich jetzt im Moment mal ein bisschen durch, das ist das Internet. Und da habe ich dann geschrieben, ja, I'm friendly. Und der knallt mich wirklich gnadenlos ab, und er hat auch geschrieben, ich bin freundlich und sowas halt. Und oh, da ist jetzt gerade, ah, Ah, jetzt jetzt geht's geht's. mal weiter. Das ist halt noch, weil es halt in der Beta ist, ziemlich kacke. Und gerade hier bei uns, also bei meinem Internet bei Bruder, mir. die Internetverbindung ist halt richtig miserabel bei ihm, weil wir halt das letzte Haus fast sind in der Internetleitungsverbindungsreihe. Es scheint hier kein Haus offen zu sein. Das ist Nee. nur ein Dorf. Ah, oh, wir sind hier. Weißt du das wo? Oh, ich weiß, wo wir sind. Ist Ich gut weiß. oder ist das schlecht? Hier ist, glaube ich, eine Feuerstation in der Nähe. Was kann man da machen? Waffen holen. Ach, gibt's da Waffen? Ja, das ist doch schön. Meistens schon. Oder hoffentlich eine Ich habe Axt. jetzt nur keinen Bock, dass es dunkel wird, weil dann ist es halt auch doof zu zeigen fürs Spezial. Ja, wenn nicht, kann ich mir auch einen neuen Server suchen. Da müssen wir halt nochmal kurz die Aufnahme abbrechen. Aber wir sind dann sofort wieder da. Aber solange es jetzt noch geht. Kein Haus ist offen, weil das ist das Rathaus, glaube ich, da. Ja. Ich bin jetzt gerade nur am Kriechen, weil ich habe keine Lust, wieder gleich wegzurennen. Und ich habe ja keinen Pack mehr da, also kein Verbandszeug. Und deshalb krieche ich jetzt hier einfach mal ein bisschen. Ist ja nicht schlimm, ne? Und auch Mitspieler sehen kaum eigentlich, ne? Auch Mitspieler. Ja, sieht man ab und zu, aber halt die Karte ist so groß. Was hatte mal einer gesagt? Man braucht von einem zum anderen Punkt. Wie lange braucht man? Ich weiß es nicht. Das, da kann ich War mich doch nicht. irgendwas Ja, mit in, realistisch irgendwie eine Woche oder irgendwie auf sowas? jeden Fall Tag- und Nachtwechsel ist auch richtig realistisch eigentlich. Ob jetzt Jahreszeitenwechsel ist, weiß ich. Aber ich glaube, so lange überlebt man auch nicht. Nee, ich, mein längstes. Weil längstes war von dir ein Monat, ne? Oder irgendwie so. Ja, 21 Tage, also noch niemand ganzen. Das, weil es heftig ist, ey. Man wird so schnell entweder abgeknallt oder halt von den Zombies verfolgt. Ich weiß jetzt nicht, ist hier Oh, zombiefrei? schon wieder getötet. Mein Gott, der ist ja. Ja, manchmal hat man wirklich Pech in den Spielen. Also es spielt auch Pech da in diesem Spiel eine richtige Rolle. Aber es ist halt realistisch. Was wäre wirklich, wenn es wirklich Zombies geben würde? Und man wäre wirklich auf sie allein gestellt. Also ich denke mal, da werden auch viele, viele sterben. Ja. So, weißt du jetzt wirklich, wo das Haus ist? Nö, ehrlich gesagt, doch nicht mehr. Wo sind die Zocker da? Das ist ein Hüpfer. Da ist nichts offen. Das ist ein Supermarkt da hinten gerade auch, wo der Hüpfer ist. Ja, ich versuche Weil da so. könnt, also in Supermärkten gibt es meistens dann Ich Bohnen versuche und einfach sowas. seitwärts, ich will hier natürlich auch was schaffen, ne? Aber das ist schwierig in dem Spiel abzuschätzen. Schafft man irgendwas oder nicht? Genau. Denn ich habe wirklich auch schon mal tagelang verbracht, ohne was zu finden. Nur mal vielleicht was zu essen und was zu trinken. Aber, ne, das ist das Problem. Oh, guck mal da. Wer ist denn da an die Mauer gekritzelt? Das ist doch der Dings hier. Wer ist er nochmal? Lenin? Stalin? Kann sein. Und jetzt wieder mein Internet. Das ist das Problem an dem Spiel. Mein Internet ist so schlecht, aber das soll uns nicht abhalten, solange es nicht Ganz abkackt. genau. Wenn nicht, suchen wir uns einen anderen Server. Nur ist halt das Doofe, dann Ja. dauert es erstmal wieder. Oder. So, jetzt geht's weiter. Ja, das ist so eine kleine Zeit, das ist aber schon die ganze Zeit. Das muss ich auch ertragen, wenn ich alleine spiele. Auch wenn ich glaube, wenn man gutes Internet Da. hat. Das ist die Feuerwehrstation. Nee, das ist ein Gefängnis, sieht so aus, ne? Und das ist die. Da warst du letztens, da habe ich doch. Ach genau. Das ist die Feuerwehrstation, genau. Mit dem. Nee, das ist aber mit dem Turm. Ich war auf einer drauf, wo kein Turm war. Dahinter war der Turm. Der ist auch nicht da drauf. Das ist der kleine Turm davor. Der andere Turm, der große, ist dahinter. Da Jetzt könnten wir mal sollen wir da mal versuchen. hin versuchen. Genau, schauen wir mal. Das Problem ist auch, was ich schon viel, viel gehört habe, dass wenn man halt in eine Stadt reinkommt, ist kein Problem. Man sieht keinen, es schießt, auf, also man wird nicht beschossen. Wenn man aber dann
rausgeht aus der Stadt und man will woanders hingehen, wird man ganz oft abgeknallt, weil es gibt halt ganz viele Spieler, die halt sich irgendwo hinhocken, hinsetzen, mit dem Sniper oder egal was, und dann halt einen beobachten und dann sammelst du da fleißig, dort fleißig, ja, und dann im letzten Moment knallen sie die ab. Ja, das kann passieren und ich muss jetzt gerade gleich über die Straße, deshalb gucke ich mal, ob hier Zombies in der Nähe sind. Aber schätzungsweise, na, das war vorne, warte mal, an der Mauer. Guck mal kurz mit ist das, nee, doch nicht sowas, ein Auto. Ein Auto. Ist ja wenig Zombies, ey, was ist da los? Im Moment ganz komisch, ich versuche. Da ist ein Hüpfer, der kommt. Der wird mich aber sehen. Das sage ich dir. Ja, oder geht doch durchs Grat, aber hocken. Also, und, ja. Da ist auch ein Zombie. Scheiße, man ist halt, wenn es dunkel wird, dunkler wird, dann sieht man nicht mehr ganz so gut. Ich habe auch das Gefühl, da oben ist einer auf dem Dach. Wetten? Weißt du, wir kommen hoch und werden abgeknallt. Das schwöre ich dir. Das war ja, ich habe ja das mit einem Kumpel gezockt und das war ja so ein Zufall. Ich war auf dem Dach und dann er so wollte auf mich schießen. Er so, ja, ich mache mal eben, ich habe hier eben Licht gemacht, so, ne, so spontan hat er es gesagt. Mhm. Dann ich so, wie, du hast Licht gemacht? Bei mir hat gerade auch jemand Licht gemacht, ne? Mhm. Dann war der in so einem Turm drin, weil es gibt ja mehrere von solchen Türmen. Mhm. Und dann so, bin ich das jetzt? Ich so, hüpf mal. Ne, ich hüpfen hier, hüpfen kann man ja nicht. Knie ich mal hin und stehe wieder auf. Und dann war der das. Und das war wirklich mal so ein richtiger Zufall, dass man sich so schnell findet. Ja, aber sonst dauert das richtig lange, dass man sich sieht. Und wenn man sich dann sieht und dann getroffen hat, entweder ist man halt wirklich so gut und hilft sich gegenseitig, ja, oder man kackt halt ab. Aber wir wurden gegenseitig von Sniper erschossen. Was ist? Und wieder Internet. Nee, doch nicht. Doch nicht. Ich hab jetzt gedacht, so ein bisschen. Und mir macht das Internet wirklich mehr Sorgen, als wie da rum zu kriechen. Oder? Echt? Warte mal. Das ist Tor offen. Warte mal. Schon auf dem Innenhof wetten. Ja, ich muss... Da ist eine Leiter, da ist eine Leiter. Da müssen wir hoch. Um halt, sagen wir mal, auf Dächern auch in Sicherheit zu sein. Weil da kommen die Zombies nicht hoch, glaube ich. Oder war das? Oder können die auch? Doch, die können Leitern hochklettern mittlerweile. Ich habe schon oft erlebt, dass die Leitern hochklettern. Und habe ich auch bei ganz vielen Let's Playern gesehen. Mhm. Dass die wirklich Leitern hochgeklettert sind. Da und ist ein Zombie. Wo? Nee, noch nicht. Das sieht so ach. Hammer. Nun, ich will auch ein bisschen Grusel verbreiten. Ja, mir, ne? Weil es ist gar nicht gruselig. Aber wieso spiele ich eigentlich schon wieder, ne? Weil du das Spiel schon mehrmals öfters gespielt hast. Ich habe es erst, glaube ich, zweimal. Immer spiele ich die Horror-Sachen. Ja. Schon Slender, dann jetzt hier, was hatten wir mal? Das Dinosaurier gerade, 1916. Unbekannter Krieg. Genau. Warte. Da ist auch kein Mal. Was ist denn los, ey? Nur kannst du denn vom Dach ins Haus reingehen? Nee, ne? Nee. Ach, schon viel. Nein! Was ist das denn für ein Dreck, ey? Internet! Genau dann, wo ich da rein will. Ja, okay, damit müssen wir klarkommen jetzt erstmal, ne? Ja. Unsere Internetverbindung ist halt nicht gut, das entschuldigen wir auch. Mich stört's jetzt nicht. Nicht so wirklich, aber die Leute... Gibt's mal so eine Entspannphase? Ja, so ein bisschen... Für mich jetzt? So, jetzt komm. Mach weiter, ja, richtig, jetzt. Aufs Dach. Das scheint noch nicht mal die Feuerwehr... Doch, das ist die Feuerwehrstation. Da warst du letztes Mal drauf. Nein, nicht diese, es gibt mehrere davon. Es gibt mehrere von diesen. Ach so. Guck mal, das ist auch das Geile an den Updates, die immer rauskommen, dass halt es verbessert wird. Am Anfang weiß ich noch, du hast auf die Leiter draufgeklickt und warst zack sofort an der Leiter dran. Also gar nicht irgendwie so bewegungsmäßig. So, jetzt guck ich das mal. Das wäre jetzt so geil, wenn da irgendwas liegen würde. Aber bei unserem Glück liegt da nichts. Ich gehe mal da hoch. Und dann muss ich irgendwie in den Turm reinkommen versuchen. Ja. Denn da liegt... Ein Päckchen. Das ist, glaube ich, Schmerzmittel. Und da oben liegt nichts, oder? Nein. Nee. Oh, jetzt muss ich versuchen. Weil es jetzt auch dunkel und... Ja. Meine Taschenlampe... Ich habe noch nicht herausgekriegt, wie ich die Taschenlampe benutze. Entweder ich habe noch keine Batterien. Mach's einfach mal. Taschenlampe. Also halt mal das Menü. Taschenlampe und dann... Move to Turbo. Warum muss das... Ja, genau. Licht an mit L oder? Ah! Guck mal, wie gut ich bin, ne? Ja. Mhm. Ah, das sind halt... Ah, ich darf den jetzt noch nicht anmachen. Nee, genau. Warte mal, gibt's ja auch noch eine andere? Oh, da. Erstmal runter gucken, ob hier ein Zombie... Man muss wirklich vorsichtig sein. Boah, einfach runterhüpfen. Nee, mal, ich... Da ist ein offenes Fenster. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich da reinkomme. Also... Ich breche mir die Knochen. Genau. Wenn ich jetzt einfach da runter, ich glaube, ich komme da nicht rein, aber
Versuchen wir mal hier. Ne, man muss von... Man sieht ja eine Treppe. Wir müssen noch einen weiter runter. Jetzt müssen wir nur halt schauen, wo ist... Das ist eine Tür, aber da kann man nicht durch. Weil die Wenn Türen sind ja da, wo man durch kann, offen. Aber hier auf dem Gelände scheint wirklich niemand zu sein. Das finde ich komisch. Also normalerweise hausen die Zombies überall, ey. Ne, ich würde zu anderen Seite nochmal runtergehen. Und dann... Ja, auf jeden Fall weiß ich jetzt, wie man die Taschenlampe macht. Das habe Ah. ich nie herausgefunden. Ja, das fragt Nick. Ja. Nick fragen. Da sieht man mal, ne? Ich kann das wieder besser. Das ist halt Internet. Oh. Das Internet. auch das Komische ist mir passiert. Ich war ja eine Zeit lang im Schwarzwald und da unten auf dem Lande hat man eine Glasfaserleitung mit 50 bis 100.000 Mbits. Und da kommt man gerade ins schöne Ballungsgebiet, Ruhrgebiet und man hat eine Leitung nur von 32.000, Müssen 16.000, 6.000. wir mal die Leiter eigentlich? Ich sehe sie. Wo ist der Hüpfer eigentlich, der Springer? Nicht, dass der da irgendwo... Hallo? Down. So, jetzt versuche ich dann in den Turm reinzubekommen. Vielleicht kriege ich ja doch irgendwas da raus. Ich. Das sah geil aus. Was? Das war gut. Das ist halt noch die Animationsfehler so ein bisschen. Ja, aber ich freue mich eigentlich auf die Vollversion. Nur, dass es halt, wenn es Das wäre was scheiße. kosten würde, dann würden ganz viele Spieler, glaube ich, denken, oh mein Gott, ich habe schon so viel Geld Ist denn, ein. sagen wir mal, wenn du die Taschenlampe anmachst, irgendwo eine Batterieanzeige? Nee, ne? Das geht, glaube ich, dann Die automatisch Batterie geht aus. automatisch wahrscheinlich. Da ist eine Tür offen gewesen da hinten. Hä? So, mal gucken, alles hier durchsuchen. Hier ist ja im Moment kein Zombie und da liegt was. Da liegt... Oh, Munition. Ein Messer. Ja, Messer, schön, das kann ich mir nehmen. Verbandszeug. Nehme ich mir, Leere ne? Dosen brauchen wir nicht. Nee, das Wir brauchen Verband. aber was zu futtern. Ich kann ja mal den Turm jetzt. Da liegt auch leere Dosen, oder? Eine Munition, ein Schuss. Vielleicht finde ich ja eine Schrotdings hier, eine Schrotwaffe. Genau, Nehme es ich mir wäre... einfach mal mit, wenn nicht, brauche ich sie nicht. Einfach mal gucken. Also das wäre ja natürlich schon klasse, wenn ich Jetzt sofort. sofort eine Waffe. Aber da lag nichts. Aber nur mal da gucken. Und es wird Nacht. Mehr, immer mehr Nacht. Und da liegt... Da. Da! Oh, Maschinengewehr! Das ist geil. Stahlbolzen, ne, Melini. Aber Wofür ist ein Stahl? Ach so, fürs... einmal das nehmen. Dann die M4A3 CCO. Gibt's Geiles dafür auch Ding, noch ey. Muni? War doch Muni schon bei. Ich weiß nicht. So, jetzt gucke ich mal. Nach der Waffe, die mal nehmen. Ah. Gut, wieder stehen geblieben. Eine Halbautomatik. Oh, ein Magazin hast du dafür. dafür. Also sparen, aber ist doch geil, ey. So ein Ding da zu finden. Eigentlich schon. Ich glaube, nächstes Mal gehe ich auch einfach mal irgendwo in so ein Haus rein und mal gucken, Das was ist sind. halt Glück. Und jetzt ist nämlich die Gefahr. Jetzt habe ich die. Genau, und jetzt gleich, Jetzt muss ich, zack, glaube bist ich, du tot. nachladen, ne? Ja, ich habe keinen Schuss. So, dann gucken 30 wir. Schuss hast du. Und jetzt ist halt das schwierige Waffentaschenlampe. Geil. Kannst sogar Licht anmachen, wenn du es hast. Mit dem Ding. Ja. Mach mal kurz, ob das mal wirklich geht. Auf L. Auf L? Gut drauf. Nein, so kann ich auch. So. Ach so, kann man. Ach, ich dachte, wäre an dem Gewehr. Nee, nee, das ist nur der Tausch, glaube ich. War da Munition? Nee. Ja, toll, jetzt haben wir eine Waffe, aber nicht genug Munition. Und das ist auch die Schwierigkeit in dem Spiel. Raven wurde getötet. So, jetzt können wir mal in das andere. Ah, geht gar nicht. So, es ist halt die Sache, wo laufen wir hin? Laufen wir jetzt weiter oder suchen wir uns halt erstmal ein Versteck und Das heißt. bleiben dort? Okay, So. aber ja, Tür zu machen. Ja. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie schauen, dass wir... Ist da jemand drin, denn, ne? Da habe ich jetzt keinen gesehen. Und ich würde mal sagen, da ist was. Da ist.
noch mal was anderes. Das sind wieder diese komische Munition. Und es ist nichts da drin. Oh, soll das denn? Scheiße. Und ich kann jetzt nichts machen. Ich kann nichts machen, das ist ganz komisch. Das ist halt so ein Fehler. Gut, ich würde auch sagen, das reicht erstmal. Genau. Ja. Das Spiel kosten, also die Mod ist kostenlos, aber man braucht halt, wie gesagt, dazu Arma 2 und Operation Arrowhead. Das gibt es aber in dem Pack zu kaufen für bei Amazon, glaub, 25 Euro. Genau. Und kauft's euch, ey, das ist hammergeil und es wird, denke ich mal, ein richtig geiles Spiel dieses Jahr auch und auch wenn es weiter mehr Updates kommen, immer, auch jetzt sagen wir, internetmäßig besser, stabiler und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Genau. Okay, ciao. Jo, das war ein kleiner Ausschnitt, also ein paar Minuten aus der Sie. Es tut uns leid für die Internetverbindung hier in, im Ruhrpott. Ganz witzige Sache, was ich auch erzählt habe, schon gerade wirklich, dass man im tiefsten Schwarzwald eine 50.000er, 100.000er Leitung hat und hier, ja, ey, das ist krass. Das ist genial, das scheiße. Ja, scheiße. So. Wer war wirklich zu der Sie jetzt mal wirklich? Man hat ja gesehen, ich habe ohne was angefangen. Genau. Außer jetzt natürlich Verbandszeug. Aber es hilft dann, ja, man hat aber nur eine Sache. Ja. Und man muss halt irgendwann essen, dann hat man es nicht mehr. Also man muss suchen, man muss ja vorsichtig sein. Man hat ja gemerkt, hinter uns waren drei von den Kack-Untoten, also Zombies hinterher. Was, also wirklich. Und man hat natürlich dann auch noch die Computerspieler, also die normalen Spieler. Genau, die auch noch mitmachen und die halt nicht immer gerade nett sind. Es gibt wirklich so genau. Fiese, die schreien dann, oh, ich bin freundlich. Ich bin freundlich. Ja, und dann plötzlich sich dann riss ich um und dann ist eine Kugel im Kopf. Ja. So, das ist halt hinterhältig, das Spiel. Und ich habe, sagen wir mal, meine Meinung am Anfang war auch so, ja gut, da bist halt auch freundlich und schießt halt nicht auf die oder gehst die, umgehst die und dies, das. Aber ich sag dir, wenn mir ein so ein Arsch da um die Ohren kommt, ey, und er schreibt friendly, den das, hier, das hatte ich ja schon. Um welchen er Waffe haben sollte, schieße ich auf den. Weil man kann eigentlich gar keinen trauen. Schon gar nicht den Zombies und den Leuten eigentlich erst recht nicht. Ich fand die Stelle geil, auf dem Dach dann bei der Feuerwehr, wo es dann plötzlich dunkler wurde, dann merkte man richtig die Atmosphäre. Man sieht halt die Bäume, die alten Ruinen da überall und man hat so das Gefühl, ey scheiße, wenn jetzt es richtig dunkel wird und ja, wir haben es jetzt nicht erlebt, wenn es dunkel wird, aber es wird dunkel. Ich habe herausgefunden, wenn man die Taschenlampe wegen geht. Genau, auf L, was ja eigentlich normalerweise bei Ego-Shootern immer so ist. Nur irgendwie, Herr Freundchen, weiß das nicht. Ich habe immer noch auch rechte Maustaste genau. Vielleicht. So. Warum, ne? Ja, auf jeden Fall, das fand ich geil. Und dass man halt dann ein Maschinengewehr gefunden hat. Das war was, Glück. Das war sehr richtig Glück. Glück. Weil normalerweise, ich kenne es auch so, man läuft daher und man findet, wie gesagt, leere Dosen, Patronen, Verbandssachen und ab und ein Flaschenmesser haben wir gefunden. Ja, das fand ich auch geil. Das findet man auch nicht immer. Und wenn man dann halt Tiere, wie ich auch schon gesagt habe, dann muss man halt ein Feuer, glaube ich, machen, ne? Ich glaube schon, dann muss man das braten, das Fleisch. Fleisch, dann kann man es halt essen, so. Und das ist geil. Man muss halt einfach wirklich nur überleben. Genau. Wie wenn wirklich im echten Leben Zombies auf der Welt kommen würden. Genau. Was natürlich passiert. Passiert, genau. Jeden Tag, das sind halt die Älteren, die 70, 60-Jährigen unter uns. Man kriegt wirklich auch so ein Paras davon. Ja, bei mir. Du, immer das Ausdrücken. Da ist einer. Nee, ist so das ein Auto. Ne? Und wieder eine Minute später, da ist einer. War wieder das gleiche Auto. Das kommt vom Slender. Und scheiße, ich habe seitdem hab ich kein Vertrauen mehr zu Gräsern, die sich wackeln. Aber das ich ist muss genial. Mal Tipps an die Leute, die es, sag ich mal, noch nicht haben und sich es jetzt holen wollen. Kauft es euch am besten jetzt. Ja, und bleibt locker bei dem Spiel. Locker und die Mod ist jetzt noch kostenlos. Man weiß ja nicht. Ja, wenn es voll wäre. Genau, es war halt die Alpha-Phase vor Monat noch, jetzt die Beta-Phase. Es kommen jeden Tag neue Updates dafür raus. Ja. Sagen wir, servermäßig irgendwas zu finden, gibt es genug, aber um reinzukommen, ist ziemlich schwierig. Oder halt, wenn man im Spiel drin ist und das Internet ist nicht so toll, oder halt, dann wird man rausgekickt und die, das ist halt so Kinderprobleme. Natürlich gewöhnt man sich an das Spiel, aber man kann wirklich nicht so perfekt sein, glaube ich, dass das man stimmt. Nicht mal irgendwann stirbt. Man stirbt immer irgendwann mal. Genau, und ja. Außer man hält sich aus allem raus. Ja. Das und ist ab 16. Genau. Das war's. So, ach genau, noch eine einzige Sache. Jetzt kommt aber bald Arma 3 raus. Und da war halt, habe ich gelesen, auch die Diskussion, ja, wenn jetzt Arma 3 rauskommt, da könnte, also wird es dann auch DayZ dann für Arma 3 geben? Nein. Das finde ich auch besser, gut. Weil
persönlich habe keine Lust, mir wieder so einen Taktik-Shooter dazu holen. Das sind zwar nur 25 Euro. So. Aber Arma ist wirklich so ein Spiel, das spiele ich gar nicht. Weil es einfach nur Taktik ist und es ist einfach schwer, finde ich jetzt persönlich. Und ich bin halt nicht so ein Taktiker, ich bin einer, der muss klicken und da muss einer umfallen und das war's dann. Ja. Ja, und, aber mir macht es einfach viel Spaß. Ich spiele es ja fast jeden Tag jetzt mittlerweile, weil ich versuche, wirklich so lange wie möglich zu überleben. Ja. Aber was ich nie schaffe. Ja? Genau. So, dann würden wir sagen, das war's mit unserem GameStalk TV Speziale von DayZ. Und dann würden wir sagen, bis zum nächsten Mal. Und in der Zeit laden wir weiter fleißig Let's Plays hoch. Ja. Andere Sachen wie Old Games vielleicht oder sowas. Genau. Und da sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder bei GameStalk TV. Okay. Tschüss. Tschüss.